alle noch ein bisschen verschlafen hier, diese Liegestühle, die laden ja auch so ein bisschen zum Verweilen ein. Ja, deswegen haben wir heute Morgen sehr starkes Programm. Nach unserem Keynote-Speaker darf ich gleich jemanden begrüßen, der ein sehr, sehr häufiger Gast ist auf der D3Con, jetzt auch auf der University. Vielleicht, weil ich auch ein paar jüngere, neue Gesichter sehe, für die, die ihn noch nicht kennen, Dr. Florian Heinemann gleich auf der Bühne, ist auch aus Berlin genauso wie ich. Der Gründer und Chef bzw. Partner eines Berliner Frühphasen-VCs. Und zwar, jetzt Ohren auf, wer gründet? Ein operativer VC. Das heißt, er gibt nicht nur Geld, er hat auch wirklich dramatisch viel Ahnung vom Geschäft und hilft mit seiner Mannschaft in Berlin, Business aufzubauen, zu strukturieren. Also wirklich sehr hands-on Support. Und er spricht heute über ein Thema mit dem schönen Titel Merging Customer Acquisition and Customer Retention. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als die Frage, wie kann ich denn meine Bestandskunden oder genauer Bestandskundendaten nutzen, um auch neue Kunden zu gewinnen. Klassisches Empfehlungsmarketing meint er hiermit sicherlich nicht. Wir wären nicht auf der D3Con, wenn es hier nicht um Daten ginge. Deswegen ganz herzlichen Applaus für Florian. Ja, vielen Dank in dieser etwas ungewohnten Atmosphäre. Ich versuche trotzdem gewisse Spannung, Körperspannung und inhaltliche Spannung zu erzeugen. Nicht so ganz so einfach in so einer Umgebung, aber es ist trotzdem toll. Es ist wahrscheinlich hier eine ehemalige Tennishalle, die den Niedergang des Sports auf diese Art und Weise bewältigt hat. Ja, genau, also das Thema, wo ich zu sprechen möchte, hat Julia schon kurz angedeutet. Aus meiner Sicht, wenn man sich anguckt, organisatorisch derzeit in den meisten Unternehmen ist CRM und Neukundenakquisition noch komplett getrennt, organisatorisch, gedanklich, teilweise auch datenseitig. Und das halte ich für einen Fehler, dass das so ist. Und auch um auf das aufzubauen, was Peter gerade gesagt hat. Peter war übrigens mein Dozent, auch Mitte der 90er Jahre. Ich bin auch schon ein bisschen älter, also an der Uni. Peter kann sehr gut erklären. Man sieht ja, ja, aus mir ist nicht so richtig viel geworden, aber trotzdem nochmal vielen Dank für die Insights damals. Peter war der Erste, der mir erklärt hat, was eine Datenbank ist und so. Also wie gesagt, so 96, schon ein paar Jahre her. Wie gesagt, aber noch zurück zum Thema. Ich halte es für einen Riesenfehler, dass derzeit das Thema CRM und Neukundenakquisition sehr stark getrennt ist und gerade der Bereich Programmatic eignet sich eigentlich sehr, sehr, sehr gut dafür. Und ich würde gerne so ein bisschen dahin führen, warum das Sinn macht und wie man damit vorgeht. Warum komme ich da überhaupt raus? Vielleicht auch nochmal wichtig zum Verständnis, also vielleicht kurz zu Project A. Wir sind ein Frühphaseninvestor, hat Julia ja gerade schon gesagt. Wir investieren sehr viel in Startups, mittlerweile primär fairerweise in B2B, ne? Also auch immer noch relevant in EdTech, aber nicht mehr ganz so viel in B2C. Wieso ist das so? Aufgrund der gerade angesprochenen Plattformökonomie von Peter sehen wir es als strukturell halt immer schwieriger an, in Deutschland ein erfolgreiches B2C-Startup aufzubauen. Ne? So, also nichtsdestotrotz sind wir weiter in dem Bereich unterwegs, glauben da auch dran. Aber was stellen wir immer wieder fest? Und das vielleicht nochmal so ein bisschen aus Performance-Marketing-Sicht. Also meine Sicht gilt jetzt nicht unbedingt für den Branding-Advertiser, sondern eher für den Performance-Advertiser. Und da sehen wir eben immer wieder, dass wenn man sich das Marketing-Mix der meisten Performance-Advertiser anguckt, und das gilt ehrlicherweise auch für die Großen, dass da Programmatic keine so wahnsinnig große Rolle spielt. Also was die Leute machen, ist Facebook, was die Leute machen, ist Google, also GDN, was ja auch programmatische Elemente hat und programmatisch funktioniert letztendlich von der Logik dahinter. Aber das Interface ist natürlich sozusagen das ganz normale Google AdWords oder das ganz normale Google Advertising Interface. Und man muss eben schon sagen, dass es bisher nur wenigen performanceorientierten Unternehmen gelingt, skalierbar Programmatic-Programme aufzubauen. Das hat diverse Gründe und ich glaube aber ein wesentlicher Ansatz, um das eben zu lösen, und das merken wir eben immer wieder, ist zu starten im Bereich der eigenen Kundendaten, also First-Party-Data. Und ich sehe es eben genauso, wie Peter das auch gerade formuliert hat, und ich glaube, es ist nochmal ganz, ganz wichtig zum Verständnis. Kommen wir vielleicht nochmal zur Ausgangssituation. Ich glaube, wenn man nur sich auf plattformbasiertes Advertising verlässt, also auf Google, Facebook, zunehmend natürlich auch Amazon-basiertes Advertising, ist das natürlich erstmal bequem, weil extrem einfach. Ne? Aber trotzdem sehe ich eben genau das, was Peter auch beschrieben hat. Es tut jeder Advertiser gut dran, eine gewisse Unabhängigkeit
von den Plattformen zu erzeugen, aus diversen Gründen. Ne, zum einen, weil die Plattformen sind mit absoluter Sicherheit nicht euer Freund. Ne, also ich glaube, damit kann man, da kann man sich schon mal von verabschieden. Und die Oligopolisierung oder Monopolisierung, die du ja auch gerade beschrieben hast, Peter, des Kundenzugangs führt letztendlich dazu, ne, führt letztendlich dazu, ich habe das jetzt so beschrieben, dass der neue Nutzer-Access wird quasi dominiert von den großen Plattformen. Ich unterscheide immer in First-Order-Plattforms, also sowas wie Google, Amazon, Facebook, Apple, und dann Second-Order-Plattforms, das wäre sowas wie Booking.com oder vielleicht ein Zalando, ein Airbnb, also die bestimmte Kategorien dominieren und sozusagen ein bestimmtes Vertical für sich vereinnahmen. Und die Definition für eine Plattform ist ja eigentlich die, dass sie schafft, für eine User-Journey in einem gewissen Bereich auf jeden Fall eine relevante Rolle zu spielen. Und da gibt es eben die First-Order-Plattforms wie Google, Facebook etc., die fast in jeder Customer-Journey eine Rolle spielen und dann eben die spezifischen, also sprich Booking.com und so weiter. Und das Problem an einer reinen, an einem reinen Marketing-Mix, was auf plattformbasierten Kampagnen basiert, ist letztendlich, dass die Advertiser letztendlich eben das, den Nutzer-Access, den sie oligopolisiert haben, meistbietend versteigern. Ich meine, das seht ihr auch, ne, ihr bietet das zwar einerseits sehr schön, weil du nur das bezahlen musst, was du letztendlich bereit bist zu bezahlen und dann eben pro Klick das Gebot definierst. Das Problem daran ist aber letztendlich, und das ist, sieht ja jeder von euch auch, ihr geht immer bis maximal an eure Grenzkosten, die ihr bereit seid, für eine Neukundenakquisition zu bezahlen. Das heißt, letztendlich führt das zu einer systematischen Margenverlagerung von euch in Richtung der großen Plattform. Das heißt, sich nur auf diese Plattform zu verlassen, kann mittelfristig oder langfristig kein sinnvoller Weg sein. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, sich eben zu überlegen, wie schaffe ich es, einen Marketingmix aufzubauen, was auch jenseits der Plattform ein Stück weit funktioniert. Und ich glaube, was dabei ein Kern ist, ist neben einem diversifizierten Marketingmix, ist eben das Thema, wie schaffe ich es, Bestandskunden, Beziehungen aufzubauen und eben Wiederholungsgeschäft zu erzeugen. Und ich komme gleich nochmal zu, wie das jetzt genau mit Programmatic zusammenhängt. Aber ich glaube nochmal wichtig zur Erkenntnis, wir sehen eigentlich, wenn man drauf schaut, nur die Businessmodelle haben eine Chance in einer GAFA-dominierten Welt, die es schaffen, Wiederholungskäufe oder Wiederholungsinteraktionen mit Nutzern zu erzeugen, ohne nochmals eine Interaktion mit den Plattformen zu benötigen. Das heißt, man hat nur dann eine Chance, und das kann man auch sehr schön sehen, warum funktioniert ein About You ganz gut oder wieso funktioniert ein Zalando ganz gut, auch in der Plattformökonomie, weil sie es halt schaffen, 3 bis 4 bis 5 Orders pro Kunde pro Jahr zu erzeugen, und die Folgeorders folgen eben mit deutlich geringeren Kundenakquisitionskosten als die Erstorder. Und man kann eigentlich sehen, dass die Firmen, die es nicht schaffen, Wiederholungskäufe zu erzeugen, eigentlich keine Chance haben, weil sie ihre Marge systematisch in Richtung der Plattform über den Auktionsmechanismus verlagern. Und ich glaube, das muss jedem klar sein. Ich muss in der Lage sein, eine Bestandskundenbeziehung aufzubauen und die mit niedrigeren Marketingkosten zu gestalten, als die initiale Herbeiführung der Kundenbeziehung letztendlich funktioniert hat. Und das kann man eigentlich bei allen, warum funktioniert ein Wish gut, warum funktioniert ein Booking gut, warum funktioniert ein Airbnb gut, eigentlich alle aufgrund der bestehenden Kundenbeziehung und der bestehenden Bestandskundenorders. Und ich glaube, das ist der relevante Punkt. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat das mit Neukundenakquisition zu tun? Und ich glaube, die Schnittstelle hier, und wir reden über Daten, hat Julia gesagt, sind die First-Party-Data, die dabei entstehen. Und aus meiner Sicht sind die First-Party-Data, also das, was man als Advertiser an Daten erzeugt mit den bestehenden Kunden oder den bestehenden Usern, ist das einzige Datenasset, was man eigentlich hat, im Vergleich zu den Plattformen, was ein Stück weit exklusiv ist. Alle anderen Dinge über eure vermeintlichen Bestandskunden oder eure vermeintlichen Bestandsnutzer, da haben die Plattformen eigentlich eine tiefere Kenntnis der Nutzer und der Kunden, als ihr das selbst je haben werdet. Das ist völlig klar. Das heißt, das Einzige, wo ihr ein exklusives Wissen habt, ist in der Interaktion mit euren Bestandskunden oder der Interaktion mit euren Bestandsnutzern. Und das ist genau sozusagen die Definition von First-Party-Data. Der nette Nebeneffekt ist natürlich nochmal durch GDPR,
ist die Rolle von First-Party-Data nochmal zusätzlich gestiegen, weil das Zukaufen von Third-Party-Data, was ja im Prinzip der Startpunkt von Programmatic war, ich kaufe mir von Dritten irgendwelche Audiences dazu und dann mache ich damit Kampagnen, das war ja letztendlich der Startpunkt, ist halt ein Stück weit erschwert worden. Und die Qualität, und das muss man natürlich auch sagen, das hat sich auch über die Jahre gezeigt, was ist einer der Kerngründe, warum Programmatic auch im Performance Advertising sich nicht so entwickelt hat, wie wir das mal 2007, 2008 erhofft haben, ist eben auch, dass die Datenqualität im Third-Party-Data-Bereich häufig nicht so ist, dass sie eine ausreichende Kampagnenperformance gewährleistet. Und deswegen kommt man letztendlich aus beiden Gründen, sowohl aus dem Engel Zunahme von Datenschutz, und dieser Trend wird eher noch zunehmen, ich halte es genau, wie Peter es auch sagt, es ist zwar für den Endkonsumenten, fühlt es sich gut an, ich glaube für die europäische Wirtschaft ist es hochgradig schädlich, also im Vergleich zu den Plattformen, aber ich glaube, das ist ein Trend, mit dem wir leben müssen. Konsumenten werden mehr Datenschutz wollen und das ist, muss man respektieren. Das heißt, die einzige Chance, die man eigentlich hat, ist First-Party-Data. Und wenn man das einmal verstanden hat, ich muss im Prinzip Bestandskundenbeziehungen erzeugen, sonst habe ich keine Chance in der plattformdominierten Welt und First-Party-Data ist eigentlich das einzige Asset, was ich habe im Vergleich zu anderen, oder im Vergleich zu den Plattformen, wo ich einen exklusiven Datenvorteil habe, dann wird eigentlich klar, ich muss in irgendeiner Form diese Daten nutzen, um auch Programmatic Advertising zu machen. Und wer interessanterweise ja genau das tut, und ich glaube, das ist nochmal sozusagen für mich der absolute Vorreiter, und da kann man eigentlich sehr, sehr schön sehen, wie es eigentlich gehen muss, ist Facebook. Ich meine, jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal mit Similar Audiences gearbeitet und jeder von euch wird auch merken, was funktioniert am besten bei Facebook, wenn du mit Custom Audiences arbeitest, also wenn du deine Bestandskunden direkt ansprichst, das hat in der Regel die höchste Conversion, das ist letztendlich wie ein E-Mail-Newsletter auf Facebook oder auf Instagram übertragen. Die nächstbeste Conversion erzielt man eigentlich immer entweder im Retargeting-Bereich oder im Lookalike-Bereich, in der Regel im Retargeting-Bereich. Danach folgt letztendlich der Lookalike-Bereich und dann erst ist eigentlich die Conversion am besten im Bereich Audience Targeting. Und die meisten, ehrlicherweise, die meisten Advertiser kommen gar nicht erst zu diesem Punkt, zumindest nicht im Performance Advertising Bereich, dass sie Audience Targeting bei Facebook ROI positiv abwickeln können im größeren Umfang. Ne? Aber diese Gedankenwelt, die Facebook letztendlich vorgedacht hat, gesagt hat, okay, ich erlaube euch Advertiser Bestandskundendaten in meine Plattform reinzuladen mit Custom Audience, jetzt mal Datenschutzthemen außen vor, und diese Daten dann zu nutzen, um Similar Audiences zu berechnen und damit dann eben Kampagnen zu fahren. Genau die gleiche Logik muss ich eigentlich auf Basis meiner First-Party-Data auch außerhalb der Plattform vollziehen. Wenn ich das, was Peter ja zu Recht gerade gesagt hat, wenn ich das ernst nehme, dass ich eigentlich keine reine Abhängigkeit von den großen Plattformen haben will, dann ist das eines der Kernthemen, an denen ich arbeiten muss. Und jeder, der das schon mal probiert hat, wird wissen, das hat eine Reihe von Problemen, komme ich gleich nochmal zu, oder eine Reihe von Arbeitsthemen, an denen ich dann eben arbeiten muss. Und ich glaube, was da nochmal ganz wichtig ist, vom Verständnis, wir stellen eigentlich immer wieder fest, es gibt letztendlich ein ganz klares Gesetz, will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist quasi wie sozusagen eine immer wieder wiederholbare Abfolge von Conversion-Affinität. Wenn ich es nicht schaffe, meine Bestandsnutzer über E-Mail oder eben auch programmatisch zu erreichen, zu einer vernünftigen Conversion zu bringen, werde ich es nie und nimmer schaffen, mit den gleichen Nutzern oder werde ich es nie schaffen, Audience-Targeting-Kampagne zu fahren. Das heißt, was wir eigentlich immer versuchen, über die verschiedenen Startups, mit denen wir unterwegs sind, zu sagen, okay, wie kann ich im Programmatic-Bereich auch CRM-Kampagnen fahren, das ist ein sehr schönes Tool, um auch Leute zu erreichen, die man vielleicht über E-Mail nicht mehr erreicht, oder ein sehr schönes Tool, um vielleicht auch nochmal ergänzende Botschaften auszusenden im Vergleich zu E-Mail-Newslettern. Dann den Bereich Retargeting eben auch zu versuchen, im programmatischen Bereich selbst abzuwickeln. Ich weiß, man kann das auch bei Facebook machen und man kann das auch bei Google machen, aber ich würde jedem raten, eben auch eigene programmatische Versuche im Bereich Retargeting zu machen, weil das eigentlich die Vorstufe ist dafür, um das dann auch im Bereich Similar Audiences, Lookalike Audiences und gegebenenfalls Audience Targeting zu machen. Weil was wir immer wieder feststellen, wenn man es nicht schafft im Bereich, CRM oder im Bereich Retargeting eine erfolgreiche Conversion zu erzielen, wird es sehr, sehr schwer werden, das Programm
auszudehnen, das programmatische Programm auszudehnen Richtung Similar Audiences und Richtung Audience Targeting, also völlig unabhängig sozusagen von den bestehenden Bestandskunden. Und das ist eigentlich ein Weg, den man gehen muss. Wieso muss man den gehen? Man kann auch fragen, wieso bleibe ich da nicht einfach im Bereich CRM und Retargeting stehen? Weil natürlich das Volumen zu gering ist. Ne? Also das ist natürlich, muss sich jeder selbst überlegen, aber wenn wir irgendwo investieren, erwarten wir natürlich immer einen gewissen Wachstumscase, sonst würde sich das Ganze für einen Venture Capital Investor nicht rechnen. Und das gilt letztendlich aber auch für jeden Advertiser da draußen. Jeder muss eigentlich sich überlegen, wie kann ich ein gewisses Wachstum erzeugen, weil wenn ich nicht wachse, führt es letztendlich natürlich dazu, dass ich in Relation zum Wettbewerb zurückfalle. Und das ist eben in einer Netzwerkeffekt-basierten, Economies of Scale-basierten Welt per se keine gute Strategie. Und wenn ich sozusagen mehr Volumen herbeiführen will, muss ich quasi mich in den Upper Funnel bewegen. Das heißt, ich bin immer im Bereich Similar Audience, im Bereich Lookalike Audience, im Bereich Audience Targeting. Das heißt, da führt gar kein Weg dran vorbei. Aber ich würde eben immer den Weg gehen, CRM anfangen im Bereich Programmatic, Retargeting, zum Teil zumindest Insourcen von Criteo und so weiter über eigene programmatische Versuche. Und dann, ne, das, was auch Peter gerade beschrieben hat, im Bereich Lookalike Audiences zu versuchen, Ansätze hinzubekommen, die funktionieren. Ne? Und es ist genauso wie wenn, könnt ihr euch vielleicht auch noch daran erinnern, es gab ja eine Reihe von Startups, die haben gesehen, Zalando macht TV-Werbung, Trivago macht TV-Werbung, da mache ich auch TV-Werbung, das wird bestimmt total super und grandios damit gescheitert sind. Das ist im Prinzip die gleiche Logik. Wenn ich zu früh mit einem Produkt und mit Messages und mit Services, die im Prinzip noch nicht bereit dafür sind, TV-Werbung mache, und TV-Werbung ist ja so die ultimative Upper-Funnel-Werbeform, dann werde ich nicht in der Lage sein, sehr wahrscheinlich das zu konvertieren. Es gibt nur eine Reihe von Businesses und da gehört eben ein Zalando zu, da gehört ein About You zu, da gehört sicherlich auch was gehören viele Reisethemen dazu oder mittlerweile vielleicht auch sowas wie ein Flaconi, die können TV-Werbung machen mit ähnlichen ROIs wie Online-Werbung, weil sie halt eine relativ breite Zielgruppe haben und verstanden haben, wie die Creatives funktionieren. Aber das ist ein relativ langer Weg, bis man da hinkommt. Ne? Parship macht das Sinn, wenn du jetzt eine neue Dating-Plattform bist, mit unausgereiften Prozessen, unausgereiftem CRM, rauscht TV-Werbung einfach so vorbei. Und das Gleiche hast du im Prinzip in diesem Bereich hier auch. Ne? Wie geht man in der Praxis vor, um letztendlich das Thema Zusammenspiel CRM und RTA oder Neukundengewinnung in der Praxis auch im Bereich Real-Time-Advertising ein Stück weit stärker hinzubekommen. Und ich glaube, das Wichtigste, und das ist gerade das, was ich auch schon angesprochen habe, wenn man die organisatorischen Voraussetzungen nicht hat, ist das sehr, sehr schwer. Das heißt, die wichtigste Voraussetzung ist erstmal, dass man überhaupt die Bereitschaft schafft in der Organisation, dass der Bereich CRM und dass der Bereich Neukundengewinnung überhaupt miteinander kommuniziert, ne? Und überhaupt verstanden wird, dass das, was im Bereich CRM oder Interessentenbearbeitung passiert, dass das relevante Inputdaten sind für programmatische Aktivitäten. Ne? Weil wenn die Qualität, die von dort kommt, wenn die nicht entsprechend ist, dann ist die Chance, auf ein relevantes programmatisches Programm zu kommen in der Neukundengewinnung, relativ gering. So, das heißt, man muss im Prinzip erstmal die organisatorischen Voraussetzungen schaffen, dass das funktioniert und dann muss man die technischen Voraussetzungen schaffen. Kommen wir gleich nochmal zu. Nochmal kurz sozusagen, was ist so ein Stück weit die Idee hinter dem Ganzen? Ne? Zu sagen, ich muss im Prinzip es schaffen, dass das, was ich im CRM-Bereich generiere, das ist ja sozusagen die Komfortzone für CRM, ist eher der Lower Funnel, also wenn ich sozusagen den First Purchase habe, dann re-engage ich mit dem Nutzer und bringe ihn hoffentlich zum Repeat Purchase, dass ich die Daten, die da rauskommen, dass ich die nutze, um im Prinzip Neukunden-Akquisition zu machen über Lookalike Audience und Similar Audience. Und das ist nochmal ganz wichtig, das meine ich mit Widening, ne, the Impact of First-Party Data. Und was meine ich mit Deepening? Und ein großes Potenzial liegt auch schon da drin, zu sagen, ich mache eben nicht mehr nur E-Mail-basiertes CRM, sondern ich nutze auch, wenn ich das kann, Mobile Push Notifications, ich nutze Facebook Custom Audience und ich nutze eben auch Real-Time Advertising, um Bestandskunden Banner oder Werbemittel anzuzeigen, um denen eben CRM-Botschaften zu übermitteln. Und das machen
nach meinem derzeitigen Verständnis, wenn ich in Firmen reinschaue, noch relativ wenige. Und das ist eigentlich dumm, ne? Weil wenn ihr überlegt, wie groß sind die E-Mail-Verteiler, die Leute heute haben im Verhältnis zu den Bestandskunden, dann hast du häufig, ich würde schätzen, irgendwas zwischen 10% und 30% bis 40%, wenn es gut läuft, der Bestandskunden sind über Newsletter erreichbar, der Rest nicht. Ne? So, das heißt, die Leute darüber anzusprechen, ist ein Riesenhebel. Vielleicht auch als ergänzende Botschaften, ne? Weil was ist ein anderes Learning? Was ist für mich eines der Kernlearnings von Retargeting? Wenn du normalerweise Klickraten dir anguckst bei normalen Audience-Kampagnen oder similar Audience-Kampagnen, was ist da der Standard, dass die Klickrate sich so entwickelt? Die Klickrate sozusagen auf der Erstimpression ist sehr hoch und dann flacht die brutal ab. Das heißt also, die zweite oder dritte Impression bei einer Audience-Kampagne ist nicht besonders klickratenstark. Und deswegen macht das Frequency Capping so viel Sinn. Bei einer Retargeting-Kampagne kann man mit deutlich höheren Frequency Caps arbeiten. Und genau die gleiche Erfahrung macht man im Prinzip auch im CRM-Bereich. Es ist völlig okay, gerade wenn du die Botschaften wechselst und gerade wenn du auch die Medien wechselst, Leuten mehrfach, selbst wenn sie schon irgendwelche E-Mail-Newsletter weggeklickt haben, nochmal das Gleiche in irgendeinem schicken Werbemittel anzuzeigen. Und ich glaube, das Verständnis zu haben, das ist extrem wichtig und die Fähigkeit zu haben, das zu können. Das meine ich mit Deepening. Ja? Und ich glaube, wenn man da nämlich die Voraussetzung geschaffen hat, ist man schon relativ nah dran, um dann in den Bereich Widening reinzugehen, also quasi in den Upper Funnel sich vorzubewegen. Und das ist aus meiner Sicht extrem kritisch. Das heißt, was ist also, wenn man jetzt mal guckt, was ist sozusagen das, was man konkret tun muss, um sozusagen diesen Merge zwischen CRM-Daten insbesondere und Organisation und Neukundenakquisition hinzukriegen? Ich glaube, das Erste, und das ist immer ganz wichtig, und das ist gar nicht so einfach, zu sagen, habe ich eigentlich ein CRM, was über E-Mail hinausgeht und was im Prinzip alle Möglichkeiten der Nutzeransprache idealerweise in irgendeiner Form orchestriert nutzt. Das ist eigentlich der erste Stream. Und ein Riesenblock in dem ganzen Thema ist auch Messenger. Ne? Also ich meine, das ist Deutschland vielleicht ein bisschen hinterher, ne? Weil wir natürlich ein WhatsApp-Land sind und WhatsApp ist relativ restriktiv, was CRM-Möglichkeiten angeht. Facebook Messenger ist da deutlich weiter, ne? Oder deutlich weniger restriktiv. Das heißt, die Möglichkeit, CRM-Kontakte über Messenger zu spielen, wird aus meiner Sicht enorm zunehmen. Und WhatsApp wird sich öffnen müssen, ne? Weil sonst sozusagen die Wachstumsstory von Facebook zunehmend schwieriger wird. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass WhatsApp als CRM-Kanal sehr breit genutzt werden kann, ist aus meiner Sicht relativ hoch. Das heißt, das Verständnis und die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, bestehende Nutzer über RTA, E-Mail, Messenger anzusprechen, sollte man auf jeden Fall schaffen. Also das ist auf jeden Fall schon mal das Erste und das ist auch fast das Schwierigste. Wenn man das hat, ist man schon mal relativ weit. Zweiter Action Stream ist dann, mit dem zu experimentieren, was Peter auch gerade beschrieben hat. Wenn ich dann die Bestandskunden mir anschaue und die Datenpunkte zu diesen Bestandskunden, was sind dann sinnvolle Lookalike Similar Audiences? Und da haben viele DSPs, Tools, mit denen man das machen kann, also AppNexus und so weiter, die haben eigentlich alle Ad-Formen, die haben eigentlich alle die Möglichkeit eingebaut, Similar Audiences zu bauen. Aber da muss man natürlich auch jemanden haben im Unternehmen, der versteht, was sind eigentlich die aussagekräftigen Datenpunkte, um überall Lookalike Audiences zu bauen. Weil da ist natürlich ein Facebook in einem dramatischen Vorteil, aufgrund der paar hundert Datenpunkte, die Facebook pro Nutzer hat. Das wirst du natürlich im eigen orchestrierten programmatischen Bereich nie schaffen. Das heißt, die Schwierigkeit dort ist im Prinzip zu sagen, was sind eigentlich die aussagekräftigen Datenpunkte, die ich über meine Bestandsnutzer oder auch Interessenten habe und wie bin ich in der Lage und was sind eigentlich effiziente Tools, um damit Similar Audiences zu bauen. Und das ist dann eigentlich die Möglichkeit, langsam sich in den Upper Funnel vorzubewegen, wenn man das gut macht. Und ich glaube, was da nochmal ein wichtiger Punkt ist, und das wird nur dann funktionieren, wenn man die eigenen Nutzerdaten erstmal in irgendeiner Art von Data Warehouse relativ gut frei bearbeitbar verfügbar hat. Und deswegen bin ich auch kein großer Freund von
irgendwelchen BI-Tools, die einem sagen, ja, also mit uns hast du im Prinzip das Thema Data Warehouse gelöst, weil wir machen das alles für dich und vielleicht ist da auch noch irgendeine Blackbox AI drin, die dann irgendwelche Segmentierung vornimmt. Ich glaube, das geht nur, wenn man irgendwen im Unternehmen hat, der in der Lage ist, die Datenhaltung mit First-Party-Daten, First-Party-Kundendaten sehr genau auch zu verstehen und zu kontrollieren. Sonst wird es schwer. Und auch mal darüber nachdenkt, wie kann ich weitere Interaktionspunkte mit Kunden generieren, die mir beispielsweise das liefern, was Peter gerade auch schon beschrieben hat, nämlich Intent-Daten. Und ich glaube, da ist noch eine Riesenchance. Weil wenn man sich gerade überlegt, was ist das Einzige, was gerade im Bereich sozusagen CRM häufig richtig gut funktioniert, das sind Produktempfehlungen auf Basis dessen, was sich Kunden vorher schon mal angeguckt haben. Darauf basiert letztendlich der Erfolg von Retargeting, darauf basiert letztendlich der Erfolg von Amazon. Wer das gekauft hat, hat auch schon das gekauft. Und alles, was darüber hinausgeht, ist relativ rudimentär. Und ich glaube, da ist genau der Witz. Weil wenn man sich anschaut, wie schafft es eigentlich ein Wish, 5 bis 6 bis 7 Orders pro Kunde pro Jahr zu generieren mit irgendwelcher Scheiße, die eigentlich kein Mensch braucht. Wie machen die das? Indem sie es hinkriegen, Bedarfe zu wecken und eben nicht nur Bedarfe fortzuschreiben. Und ich glaube, das ist nochmal der Kernpunkt. Und aus meiner Sicht ist ein Punkt, und das meine ich mit Enrich Your First Party Customer Data, ist Datenpunkte im Bereich Intent Data zu generieren. Das heißt, sich zu überlegen, welchen Content, welche Specials, welche irgendeine Art von Interaktionspunkten zeige ich meinen Nutzern, um Bedarfe zu wecken. Und bin dann wiederum in der Lage, wenn dann der Bedarf wirklich geweckt wird oder visibel wird und sich ein Engagement zeigt, diesen Datenpunkt wieder abzuspeichern. Und deswegen glaube ich, ist auch der Punkt Verknüpfung von Content und diesem Thema First-Party-Data so relevant, weil eigentlich jeder, der in irgendeiner Form Sachen im Internet verkaufen will heute, sich überlegen will, wie kann ich eigentlich Bedarfe wecken, wie kann ich inspirieren? Weil das ist eigentlich das Einzige, worüber man sich noch sinnvoll differenzieren kann und das kann dann wiederum der Input sein, um Intent-Daten zu generieren. Deswegen ist, glaube ich, dieses Thema, wie schaffe ich es, Datenpunkte darüber hinaus zu generieren, was der Nutzer sich angeguckt hat oder gekauft hat an Produkten, das ist eigentlich der Kernpunkt. Das hier habe ich jetzt gerade schon kurz angesprochen. Das Ganze wird nur dann funktionieren und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Verständnis. Man muss ein Stück weit weggehen von diesem Thema Placement oder Einzelkampagnenoptimierung. Was meine ich damit? Die meisten Leute, und da gehöre ich ja auch dazu, haben angefangen im SEA zu lernen. Ich zeige eine Textanzeige, da klicken die Leute drauf oder eine Google Shopping Ad, da klicken Product Listing Ad, da klicken die Leute drauf und entweder konvertieren sie oder konvertieren nicht. Und vielleicht werden sie noch geretargetet. Und das war's dann. Und da gucke ich mir die letztendlich die Conversion oder den ROI auf dieses einzelne Placement an. Und was wir eigentlich immer mehr feststellen, das funktioniert nicht mehr oder es funktioniert schon, aber es limitiert dich im Prinzip im Lower Funnel, weil du eigentlich nur den Bedarf damit abdecken kannst, der sowieso schon existiert. Wenn du Bedarf wecken willst, und das Gleiche gilt ja auch im CRM-Bereich, dann funktioniert es eigentlich nur darüber, dass du es in irgendeiner Form schaffst, Bedarfe zu wecken, zu inspirieren. Das heißt, das Thema Kreation, das Thema Content, das Thema Storytelling hat eine extrem große Bedeutung. Und ich glaube auch gerade das Thema Video, und das hast du ja gerade auch schon angesprochen, das, was Netflix macht mit irgendwelchen personalisierten Teasern, ich weiß gar nicht, ob man sie personalisieren muss, aber auf jeden Fall muss man sie mal segmentieren. Und das ist eigentlich auch das, was man bei einem Netflix sehen kann, was man bei einem Wish sehen kann, was die halt geschafft haben, mit relativ wenig Leuten, also ein Wish-Marketing-Team hat angeblich nur 50 Leute, das ist also für das, wie groß Wish ist, relativ klein, dafür, dass die angeblich über 2 Milliarden Euro an Marketing ausgeben pro Jahr, das sind 50 Personen, nicht besonders viel. Was die halt geschafft haben, ist eine Content-Creative-Strategie, die sehr stark inspirierend ist und Dingen und sozusagen Bedarfe weckt, das in ihr Advertising mit zu integrieren. Und das wird nur funktionieren, und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz relevant zum Verstehen, wenn ich keine Einzelkampagnenoptimierung mehr mache. Ich habe ein Placement und dann klicken die Leute drauf und konvertieren oder nicht, sondern wenn ich eher in Journeys denke. Das heißt, ich zeige dem Nutzer nicht mehr ein Werbemittel an, sondern ich zeige dem Nutzer eine ganze Sequenz von Botschaften an, die davon abhängig sind, ob er mit ersten Botschaften interagiert hat oder nicht.
Und dann zeige ich ihm gegebenenfalls was anderes an. Und da sehen wir schon bei einigen der Ventures, mit denen wir interagieren, auch interessanterweise gerade im B2B-Bereich, die ersten Zeichen, dass das echt gut funktioniert. Das heißt, dass wenn ich den Nutzern ein Werbemittel zeige, idealerweise noch ein Standardwerbemittel auf Spiegel Online und dann soll er darauf klicken, dann wird Realtime-Advertising in der Regel ROI-positiv für einen Performance-Advertiser nicht funktionieren. Aber wenn ich in der Lage bin, dem Nutzer erst ein Video-Werbemittel zu zeigen, wenn er interagiert, zeige ich ihm die nächste Botschaft, dann vielleicht einen Gutschein oder vielleicht irgendeine Call-to-Action und das alles aufeinander abgestimmt, das hat fairerweise eine ziemlich gute Chance, dass es funktioniert. Es erfordert eben nur sehr, sehr viel Kompetenz und Ausprobieren und Investment in diese Fähigkeiten. Und ich glaube auch, das kann man nur bedingt outsourcen. Und man braucht natürlich das, was ich gerade beschrieben habe, ein sehr, sehr gutes Verständnis der Targeting-Daten dahinter und der Intent-Daten, die dahinter liegen. Genau, das ist sozusagen nochmal der Action-Stream. Und jetzt kommt nochmal die nächste Anforderung. Action-Stream Nummer 5. Ich muss im Prinzip in der Lage sein, das Ganze von der Performance- und Interaktions- und Engagement-Seite auch BI-seitig vernünftig abzudecken. Und man muss ganz ehrlich sein, dass diese 5 Dinge, die wir jetzt hier gerade beschrieben haben, zusammenkommen, kommt leider nicht so richtig häufig vor. Aber ich glaube, ohne das wird es nicht funktionieren. Und ich glaube auch nicht, dass man in der Lage sein wird, diese Bereiche einfach so outzusourcen an irgendwen. Man kann sicherlich mit Agenturen arbeiten, die dann auch Teile davon übernehmen. Aber ich glaube, man braucht ein Team von Leuten, die jeden dieser Action-Streams bis zu einer gewissen Detailtiefe verstanden haben und auch vorantreiben. Und man braucht natürlich auch ein Commitment von der Geschäftsführung, Marketingleitung, irgendwas, so ein Thema durchzuziehen. Und man muss da auch ganz realistisch sein, wenn man nicht bereit ist oder wenn man nicht in der Lage ist, hier hohe 6-stellige Beträge pro Jahr zu investieren, macht das Ganze keinen Sinn. Ich glaube, das ist, dann ist man letztendlich daran gebunden, weiter auf Facebook und Google zu werben, was ja in sich gut funktioniert, was halt nur ein relativ schlechtes Risikoprofil hat. Was hat das Ganze jetzt mit dem Thema CDP zu tun? Das ist vielleicht auch nochmal, das ist ja so ein neues Buzzword, wir haben auch so ein CDP investiert, CrossEngage, die sind auch hier. Wieso braucht man für sowas denn so ein CDP? Und was spielt das eigentlich für eine Rolle? Kann ich das nicht alles im Data Warehouse machen? Und das ist sozusagen auch etwas, womit ich kurz schließen will. Wenn wir noch ein paar Fragen haben, gerne auch das. CDPs sind so vor 4-5 Jahren erstmalig natürlich wieder in den USA entstanden. Was ist so ein bisschen die Rolle davon? Oder was ist auch der Witz davon? Und das passt eigentlich relativ gut zu dem, was ich gerade beschrieben habe. Man hat halt versucht, Daten aus dem Data Warehouse in irgendeiner Form actionable in den Bereich RTA reinzubekommen. Und das hat in der Regel funktioniert das nicht so richtig, weil ich weiß nicht, was mit eurer Data Warehouse-Infrastruktur so los ist, aber ich würde vermuten, die wenigsten davon sind Echtzeit verfügbar und die wenigsten davon haben direkte Schnittstellen in irgendwelche DSPs oder sonst irgendwas. So, und dann hat sich die Klasse der CDPs entwickelt, die dafür sorgen soll und das auch, wenn es gut implementiert ist, tut, dass Daten, die im Data Warehouse zur Verfügung stehen, nochmal gespiegelt in gewisser Form, so dass sie eben auch für digitale Tools wie DSPs etc. zur Verfügung stehen, Ad-Server, dass sie eben darüber verarbeitbar sind. Und CDPs leisten im Prinzip genau das. Ne? Sie bilden eine Schnittstelle zwischen bestehenden Data Warehouse-Strukturen. Sie sammeln auch in Echtzeit Kundendaten auf Websites und in Apps ein, die sonst vielleicht nicht ins Data Warehouse reinfließen würden, aufgrund der Menge und aufgrund der Struktur, und stellen die eben zur Verfügung. Und wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass diese Action Streams 1 bis 5 sich ohne so eine CDP wahrscheinlich nicht realisieren lassen. Und letztendlich tut eine CDP 2 Dinge. Genau das Gleiche, was wir gerade eigentlich schon beschrieben haben. Zum einen soll sie den Bereich CRM enablen, also da eine Multikanalfähigkeit im CRM ermöglichen. Und zum anderen eben den Bereich Realtime-Advertising, Neukundengewinnung, wenn man denn daran vordringt, mit besseren Segmenten in Echtzeit und so weiter versorgen. Weil das ist, glaube ich, nochmal für uns eine der Kernerkenntnisse gewesen. Der Bereich Intent, und das ist eigentlich nochmal das Spannende an dem Thema, der Bereich oder Retargeting ist ja letztendlich auch nichts anderes als eine spezifische Form des Intents. Und
Wir haben eigentlich gemerkt, dass man Intent, dass es nur dann Sinn macht, mit Intent zu arbeiten im Bereich Realtime-Advertising, wenn man das sehr zeitnah tut. Das heißt, man muss im Prinzip, wenn ein Nutzer Intent zeigt in irgendeiner Form, durch Engagement mit einem Content-Piece oder mit einem Produkt, muss man extrem schnell reagieren, um diesen Intent auszunutzen. Anders als soziodemografische Daten ist Intent relativ flüchtig. Das heißt, man muss dann, wenn der Intent entsteht, sehr schnell reagieren. Und das ist genau das auch, was ein CDP leisten kann. Genau, das ist letztendlich, warum ein CDP in so einem Kontext eine gewisse Rolle spielen kann. Das lassen wir mal weg. Genau, wir sind schon über der Zeit. Insofern, ich hoffe, ist ein trockenes Thema, ich gebe es zu. Ich hoffe, ich habe es trotzdem halbwegs anschaulich gemacht und so halbwegs erklärt, warum das Sinn macht, CRM und Kundenakquisition ein Stück weit näher aneinander zu rücken. Ja, vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar Fragen zu diesem sehr spannenden Thema. Vielen Dank. Danke, Florian. Good News, wir haben ein paar Minuten noch bekommen. Ja, das ist die Kaffeepause wartet ein paar Minuten. Es gibt genügend Kaffeeschnittchen für alle, deswegen wollen wir dich noch nicht gleich von der Bühne lassen. Ich gucke gerade ins Publikum, gibt es unmittelbar eine Frage? Sonst würde ich mir direkt eine eigene anschließen. Du sagst gerade, trockenes Thema. Wenn man sich jetzt wirklich mal überlegt, was du gerade gesagt hast, dass First-Party-Data die einzige Option sind, um überhaupt noch gegen die GAFA zu bestehen, ist es überhaupt nicht trocken, sondern total dramatisch. Ja, eigentlich schon. Und wenn ich dich jetzt mal frage, gerade aus der Praxis, du hast jetzt gerade viel erzählt, was für Voraussetzungen man braucht. Was ich sehe, ist, dass viele Unternehmen ja noch nicht mal ein vernünftiges CRM haben. Da fängt es ja schon an. Geschweige denn Inhouse-Leute, die das Thema verstehen oder sogar umsetzen können. Vielleicht erzählst du mal, wenn du jetzt wirklich in der Praxis, im Meetingraum, außerhalb großer Plattformen hier Menschen triffst, was für eine Situation hast du da? Wie weit sind wir davon entfernt, überhaupt die Daten zu nutzen? Und was ist so dein, sag mal, Top-5-Set-Fragen, die du stellst, damit du bewerten kannst, ob der Advertiser oder der Partner überhaupt in der Lage ist, das sofort umzusetzen? Ja, und ich glaube, das Spannende ist, ne, du redest ja in der Regel mit irgendwelchen Neukunden-Akquisitionsmenschen und die haben eigentlich an das Thema CRM gar nicht gedacht, ne? So, also im ersten Schritt, also oder reden auch häufig gar nicht mit den Leuten. Das heißt, das Erste, was ich versuche zu fragen, ist in der Tat, wie ist eben die Bestandskundendatenhaltung, wie sieht die aus und wie actionable ist das? Ne? So, und da muss man eben sagen, das geht bei Startups geht das noch, weil die nicht so eine lange Legacy haben. Aber wenn du in größere Unternehmen kommst, wir arbeiten ja auch da mit relativ vielen zusammen, weil die eben bei uns investiert sind, dann ist das schon so, dass die allerwenigsten Unternehmen eine Bestandskundenbasis haben, wo man auch nur andeutungsweise in diesen Punkt kommen würde, dass man damit dann quasi First-Party-Data im RTA-Sinne zur Verfügung hätte. Ne? So, also man hat natürlich First-Party-Data, die liegen da im CRM, aber jetzt nicht, die sind nicht actionable im Sinne von, dass man ja sagen kann, okay, ich spiele jetzt irgendwie ein CDP oder so, sondern ich bin im Prinzip an einem Punkt, dass ich eigentlich erstmal die Dateninfrastruktur im Bereich Bestandskunden und Interessenten, User-Daten, dass ich die im Prinzip neu aufsetzen muss. Und ich glaube, und die zweite Frage wäre dann eben, habt ihr Leute, die das können, in-house bei euch oder nicht? Und gibt es auch die Bereitschaft, eigentlich alles wegzuwerfen, was ihr bis dahin habt? Weil ich glaube, das ist sozusagen, wo du ja häufig auch bei IT-Entscheidungen immer das Problem hast, dass die Leute tendenziell immer die alte Infrastruktur, die sie mal gebaut haben, so bewerten oder so hoch bewerten, wie das Geld, was sie mal da investiert haben. Ne? Und ich sage den Leuten dann immer, nur weil ihr mal 10 Millionen Euro für eure Dateninfrastruktur ausgegeben habt, ist die nicht 10 Millionen Euro wert, sondern die ist in der heutigen Zeit eigentlich nichts wert. Ne? So. Und ich glaube, die häufig werden Unternehmen besser bedient, aus meiner Sicht, aber die Bereitschaft ist häufig sehr gering, zu sagen, ich schmeiße das alles weg und starte neu und baue im Prinzip eine Dateninfrastruktur auf, die das überhaupt potenziell leisten kann. Ne? So, und ich glaube, bevor ich das nicht habe, brauche ich über, ne, das ist auch mal ganz lustig, so das Thema AI. Ne? Die Leute finden es natürlich cool, sich mit dem Thema AI zu beschäftigen, aber wenn du scheiß Kundendaten hast, dann wird auch der Output aus irgendwelchen AIs, das ist ja keine Wunderdinge. Ne? Also das Thema Garbage in, Garbage out gilt eben auch da. Und wenn du deine Datenbasis, wenn die nicht in Ordnung ist, brauchst du im Prinzip nicht anzufangen. Ja. Ich bin mutig als Werbetreibender, schmeiße meine Daten heute weg. Wie lange brauche ich, bis ich in die Situation komme, die du uns gerade gezeigt hast? Also wir schaffen das, wenn alles gut läuft, ne? Also im Sinne von, wenn sozusagen alle Action-Streams, die ich gerade beschrieben habe, personell vernünftig, kompetent besetzt sind, brauchen wir 1,5 bis 2 Jahre. Gut, da muss man schon sehr mutig sein. Ja. Und da reden wir von einem Unternehmen, wo quasi, ne, eine Frittenbude, also da ist nicht viel da. Ne? So, ich glaube, wenn du das jetzt sozusagen bei einem Bestandskundenunternehmen machst
und versuchst, möglichst viele Legacy-Infrastruktur zu retten, würde ich gar nicht anfangen. Ne? Also ich glaube, das ist, ja, genau. Sehr Aber gut. Wie gesagt, selbst wenn du weißt, was du tust, behaupte ich jetzt mal 1 bis 2 Jahre. Ja. Wir haben leider so wenig Zeit. Ich gucke noch einmal ins Publikum. Ich habe noch eine Frage, die brennt mir auf den Nägeln. Sitzen alle schon, die muss ich noch fragen. WhatsApp. Ja. Als CRM-Kanal. Gerade im Zeitalter von Datenschutzgrundverordnung und so. Wie realistisch siehst du es und wie könnte man das schlau kombinieren mit seinen eigenen First-Party-Data, wenn es denn schlau strukturiert ist? Ja, also du siehst ja schon, ich meine, WhatsApp gehört ja zu Facebook, ne? So, und ich meine, die ursprüngliche Strategie, die ja Facebook mal ausgegeben hatte, schon bei der F8 vor 5 Jahren oder 4, war ja eigentlich, wir werden wie Tencent, also wir werden sozusagen wie WeChat, ne? Das war eigentlich die ursprüngliche Idee. Und das ist dann eben nicht passiert, ne? Also ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal WeChat angeguckt hat, aber letztendlich ist schon die Idee von Facebook zu sagen, meine Messenger werden sich in eine westliche Version von WeChat entwickeln. Müssen sie ja, ne? Letztendlich um die Kommerzialisierbarkeit dessen zu gewährleisten. Und wenn Facebook weiter wachsen will, werden sie das irgendwann tun. Ne? Weil wenn du anguckst, was wächst bei Facebook, Instagram wächst und die Messenger wachsen. Das heißt, irgendwann müssen die Monetarisierung der Messenger vorantreiben und der beste Weg der Monetarisierung der Messenger ist CRM. Und da wird sicherlich WhatsApp die letzte Bastion sein, ob es jetzt 3 Jahre dauert oder 5, aber es gibt ja schon die ersten Beta-Ansätze, wo du sozusagen als Werbetreibender Bestandskunden, wenn du die explizite Erlaubnis hast, über WhatsApp anzusprechen. Also insofern, ich glaube, das ist in 3 Jahren, wird das der Fall sein. Ja. Spannend. Thomas ist im wahrsten Sinne des Wortes in meinem Nacken. Ich traue mich nicht weiter. Deswegen vielen Dank, Florian. Super Vortrag und danke auch an das Publikum. Vielen Dank.